Hallo, die Spieleindustrie hat ein Riesenproblem und ich habe ein Riesenproblem mit der Spieleindustrie. Und beides hängt damit zusammen, dass die Spieleindustrie aktuell von einem Mitläufertum befallen ist. Alle schwimmen nur noch mit dem Strom, keine wirklichen Innovationen. Und bestehende Franchises verlieren mehr und mehr ihre Identität, während sie versuchen, beispielsweise aktuell konkret aus dem Battle Royale-Trend Kapital zu schlagen. So wie Fortnite es ja vorgemacht hat. Niemand möchte ein Battlefield 5 Battle Royale. Vermutlich möchten auch die wenigsten Call of Duty Battle Royale und um Red Dead Redemption Battle Royale haben wir auch nicht wirklich gebeten. Mal davon abgesehen, dass diese ganzen etablierten Franchises damit irgendwie ihre Communities jeweils befremden, vor allem ihre Veteranenspielerschaften, ist diese Gesamtsituation aber auch nochmal extrem ärgerlich für die Fortnite-Macher. Die müssen nämlich an diesem Punkt nicht mal mehr selber ihr Spiel durch irgendeinen Fehler verkacken, das übernehmen die anderen schon für sie, indem sie durch diese ganze Flut an Battle Royale sozusagen eine Battle Royale Blase schaffen, die nur darauf wartet zu platzen, wenn nämlich keiner mehr Bock auf Battle Royale hat, weil sie von Battle Royale alles und überall total übersättigt sind. Und welches Spiel hat nicht so viel außer Battle Royale zu bieten und wo basiert der Erfolg ausschließlich auf Battle Royale? Fortnite. Und welches Spiel wird dann definitiv erstmal direkt aussterben, wenn das soweit ist? Fortnite. Scheiße gelaufen. Aber so ist das leider. Große Publisher sehen, dass sich mit Battle Royale Geld machen lässt und dann wird das absolut ausgeschlachtet. Ohne Rücksicht auf Verluste. Da kann man sich jetzt Call of Duty hernehmen, wo es keine Einzelspielerkampagne mehr gibt. Das ist schon echt erbärmlich. Oder man kann sich gerne noch Battlefield hernehmen. Battlefield hätte sich einfach nur auf das konzentrieren müssen, was Battlefield als Franchise schon früher gut gemacht hat. Und dann hätten sie ein Battlefield im Modern Setting rausbringen müssen, mit den technischen Möglichkeiten und den technischen Standards von Battlefield 1. Und es wäre gut gewesen. Es hätten sich mit Sicherheit viele Leute gekauft und es wäre das gewesen, wofür Battlefield, sage ich mal, allgemein positiv bekannt ist. Stattdessen wird es ein zweites Weltkriegs-Battlefield mit einem sehr großen Fokus auf Cosmetics und Battle Royale. Nein, ich möchte keine Frau mit Hakenhand und Katana spielen und ich möchte auch nicht dafür bezahlen und ganz besonders möchte ich das auch nicht in Battlefield, denn das klingt nach Kinderkacke und Kinderkacke sollte nicht in Battlefield sein. Aber das nur so am Rande. Zur Verteidigung von Battlefield kann man immerhin sagen, dass man dahinter eine relativ solide Preispolitik stehen hat. Und zwar, dass sie relativ freundlich für den Konsumenten, zumindest alle Updates, DLCs und so weiter für das Spiel kostenlos rausgeben werden. Das ist positiv. Und dann haben wir sozusagen als krasses Gegenteil dazu Destiny 2: The Forsaken. Was zugegeben nach einem soliden Schritt in die richtige Richtung aussieht. Es sieht aus, als ob wir da ein wenig von dem Content bekommen, den wir uns schon seit Ewigkeiten wünschen. Es sieht sogar aus, als würde man die Community-Wünsche berücksichtigen, die wir schon seit noch nicht ganz einem Jahr für Destiny 2 haben. Und wofür es ja eigentlich auch überhaupt nicht schon viel zu spät ist, weil schon so viele Spieler abgewandert sind, die man jetzt probiert, mit medial generierten Hype vielleicht wieder zum Franchise zurückzubringen, was aber vermutlich auch nicht super erfolgreich sein wird. Aber das größte Problem von The Forsaken ist ein anderes. Das größte Problem ist das Geschäftsmodell und die Preispolitik, die dahinter steht. Die ist nämlich, zumindest meiner Meinung nach, sowas von Anti-Consumer, die ist sowas von lächerlich und abzockorientiert, dass man das nicht unterstützen kann. Man kann es nicht unterstützen, man kann es nur boykottieren und sabotieren. Zum einen reicht es ja nicht, dass man die alten DLCs noch kaufen muss, die scheiße sind und mit denen man dann eh nichts mehr anfangen kann, um The Forsaken dann zu spielen. Nein, man muss darüber hinaus das DLC an sich für 40 Euro kaufen und dann nochmal einen neuen DLC-Pass für das nächste Jahr. Das heißt, im Endeffekt zahlt man genauso viel wie für ein Vollpreisspiel und das für ein Update, gefolgt von mehreren Updates. Und da könnt ihr euch jetzt ernsthaft fragen, wovon habt ihr mehr? Von einem Destiny 2 Update, das ein kaputtes Spiel einigermaßen spielbar macht, das euch vielleicht ein bisschen mehr Content liefert, der aber auch mit Sicherheit teilweise wieder aus Reskins bestehen wird?
oder von einem komplett neuen Vollpreisspiel? Also mir würde die Entscheidung ja nicht sonderlich schwer fallen. Vor allem mit Fallout 76 vor der Tür. Und ich gebe zu, auf das Game bin ich wirklich verdammt gehypt. Eine Map viermal so groß wie Fallout 4 und das mit Online-Multiplayer, quasi dauerhaft integriert als eine Art freien Modus im GTA Online-Stil, in dem man auch so ziemlich alles tun kann, was man will. Fallout mit Freunden zu spielen war schon seit langem ein Wunsch von mir. Und das kriege ich jetzt. Das ist ziemlich cool. Natürlich gibt es auch bei Fallout 76 Gründe zur Sorge. Sogar begründete Gründe. Nämlich, dass Fallout irgendwo ebenfalls, so wie beispielsweise auch Battlefield mit Battlefield 5, seine Identität verliert. Wir werden sehen müssen, wie viel von klassisch storyorientiertem Fallout noch in Fallout 76 stecken wird, wenn es so Multiplayer- und Aufbauorientiert ist, wie es zu sein scheint. Die Sache ist nur, eben durch das Prequel-Setting, dadurch, dass man eben zu den ersten Menschen gehört, die das Ödland erkunden, macht das storytechnisch für Fallout 76 als Setting sogar Sinn und ist gut implementiert. Dieses ganze Erkundungs- und Aufbaumotiv, meine ich. Von daher bin ich, was das Spiel anbelangt, sehr zuversichtlich. Das ist deutlich mehr, als ich für Battlefield, Call of Duty, Fortnite und vielleicht sogar Red Dead Redemption aktuell behaupten kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.